Was unterscheidet uns gering von anderen Parteien, auf nationalen, aber auch lokalen Niveau, an der Majorität, an, auch an der Opposition? Es gibt manche Stichwörter benutzt, für uns zu beschreiben, und ich meine, dass wir uns auch so verstehen und an denen Stichwörter rumfangen. Wir sind Partei vom Natur- und Umweltschutz, Partei vom ökologischen Umbau von unserer Ökonomie und von unserer Gesellschaft, Partei von der Verantwortung zwischen Generationen, Partei von der europäischen Integration, Partei von der Chancengleichheit zwischen Männer und Frauen, Partei von der Rechte für Minoritäten und von der Inklusion, Partei von der Rechte von den Tieren, nicht nur vom Fuß. Ich muss die Licht nicht weiterführen, dass du als wir schon ganz viel. Wir leben dort vier, nationalen und lokalen Plan, mit viel Ersatz, ehrlichem Ersatz für sehr, und mit viel Sinn für Realismus und Machbarkeit. Weil auch wenn wir DAX nicht der große Partner sind an einer Koalition, wir sind aber immer oben heist, und wir gucken noch nicht weg. Die Gring sind, meine ich, aber mehr wie andere Partei von der gelebten Demokratie. Nicht nur in Haut, hei, in Deis, oder in unseren Gremien oder in allen Sektionen. Wir sind kein privater Club, wir sind keine geschlossene Gesellschaft. Wir sind ob, wir sind durch die Leute, und wir sitzen an der Regierung nicht just an unseren Büroen, erschaffen mit unseren Spezialisten. Wir holen den Austausch mit den Bürgerinnen und den Bürgern ganz echt. Wir lauschen nur und erklären noch als Politik. Alle als Regierungsmembern sind dafür schon lange, eigentlich schon Anfang an, am ganzen Land NRW, für das direkte Gespräch zu feiern. Wir machen das schon lange, und nicht nur noch ein paar großen, mediatisierte Veranstaltungen. Der Bausche Frenz war in der letzten Mal NRW, für seine Busreform zu erklären. Er hat 10 öffentliche Versammlungen über Verkehrssicherheit gehalten. Nur den Etüden und Auftrag gehen über das Mobilitätsverhalten von den Klienten vom öffentlichen Transport, aber nicht nehmen. 80.000 Litzbäuer werden daran befroht gehen und noch 42.000 Frontalien. Der Frenz sucht die treibende Kraft an der öffentlichen Wurstem- und Landesplanungsdebatte. An den Versammlungen über den Rifkin-Prozess im Bellwall und im Kirchbirsch werden noch ganz geschwind in ein paar Wochen weiter innovativ Bürgerversammlungen über die Entwicklung vom Land kommen. Das Zukunftsthema do bewegt uns alle zusammen. Und wir gering wollen als Zukunft gestalten, nicht erleiden, aktiv und nicht passiv. Oder wie Christian Wickler ging so, handeln und nicht zuhören. Das gilt auch für Karol Diesburg, auch für den Kamil Gira. Und auch für mich, an der Hauptsache, in meinem Fall, mit dem Nationalitätengesetz, aber nicht nehmen, habe ich auch schon an den letzten Wochen in rund 10 Versammlungen aufgehalten und es kommt danach für uns alle Guten dabei. Wir sind gewillt, das weiterzumachen, dieses Jahr und auch nächstes Jahr. Das, liebe Freundinnen und Freunde, möchte keiner als vier und ich meine, es möchte auch keiner als wirklich nur. Wir holen auch als Partei vom Umwelt- und Naturschutz als Rolle an der Regierung ganz echt. Wir thematisieren Grenzen und Kästen von der Entwicklung von unserem Land und von unserer Union und von unserem Planet. Wir planen mit Realismus und Optimismus, für dass die künftigen Generationen gut leben können und auch sogar besser leben können. Ja, Optimismus. Weil Pessimismus kein Argument ist. Eine Schwarzmalerei ist keine Kunst. Auch wenn sie hier Artisten wird. Dafür muss man dadurch budgetär bei den Prioritäten von dieser Regierung rumfangen. Das Budget, den Haut an Klima- und Umweltschutz investiert wird, also in den letzten Jahren sind das die gering an der Regierung sind, bald verdreifacht gehen. Von 241 Millionen Euro auf below 617 Millionen Euro, das ist ein gewaltiger Sprung. Die Investitionen an den Wasserschutz waren auch noch nie so hoch wie 2016. Allein auf staatlicher Seite waren es rund 84 Millionen, so viel wie noch nie für drin. Vieler Wert geworden die Tüte über den Spritverkauf. Die weisen uns nicht nur, wie ein Impact der Spritverkauf und Verbrauch auf Umwelt und Gesundheit hat, sondern es gibt uns für alle Möglichkeiten,
am Wissen von der reellen Schifferen zu agieren und nicht, wie bis sie will, zu reagieren, ohne in Wirklichkeit eine eigene Richtung zu haben. Die Geringen der Regierung schaffen für ihre Lebensqualität. Wir sind ob für Neues, für Forschung und neue Technologien, ohne die wir nicht gegen Führung kommen. Wir erhalten auch unser natürliches Reichtum als biologische Diversität, an engem Wort als Lebensgrundlage. Mittlerweile sind 27% von den Flächen hier im Land innerhalb dem europäischen Natura 2000-Programm geschützt. In einem Stillstand von nur bei 2 Jahrzehnten geht die Ausweisung von Wasserschutzzonen nur konsequent weitergetrieben. Er wird, wenn das neue Wassergesetz bis dahin, das wertvoll und lebenswichtige Ressourcen auch noch für künftige Generationen sichern. Carol Dieschburg und der Camille Gira schaffen noch in einer besseren Luftqualität. Er liefern auch, was den Klimaschutz angeht. Wir investieren hier heim einen besseren, mehr gesunden und ökologischen Wohnraum durch den neuen Eco-Bonus für Wohnhäuser und Primen für erneuerbare Energien. Haut, liebe Freundinnen und Freunde, halten wir uns internationale Klimaziele auch an. Wir müssen dadurch nicht mehr im Ausland ankaufen. Und nun als eigene Produktion, was von der Energie angeht, an 3 Jahren immer so viel gesteigert, wie an den 15 Jahren für drin zu summen produziert wird. Mit unserer Umweltminister, dem Carol, aus Lützeburg europäisch und international zu einem Vierreiter an dem am Bereich vom Umwelt und vom Klimaschutz gehen. Wir brauchen kein Vergleich mehr zu scheuen. Und wir machen als Aufgabe, Punkt für Punkt, Tag für Tag, ohne Gedeich, aber effikaz. Nicht nehmen, was die aktuelle Reform vom Emissionshandel angeht, also konkrete Klimaschutz, sondern auch beim Erhalten von den Naturschutzdirektiven. Beim Ersatz gegen die Germen, gegen die Atomkraft, aus Lützeburg 4 an der Hälfte Stimme. Nicht nehmen hier, sondern auch draußen. So machen die Geringen daheim und draußen auch am Wasser, Natur und Klimaschutz eindeutig den Unterschied. Wir wollen noch den Tierschutz erst. Beim Camille Gira bleibt die Fußgeschichte verboten, weil mit Argumenten geschafft wird, mit Fakten, mit Wissenschaft und nicht mit Sorgen und Ängsten, die Menschen nicht begründet sind. Und auf derselben wissenschaftlicher Basis haben wir also einen Aktionsplan für den Wolf, für das wir nicht brauchen zu fährten und für das der Wolf Eis nicht muss fährten. Merci Camille dafür und noch merci Carol. Neben Gesetzen und anderen Regeln geht es aber auch um Programme und um Infrastrukturen. Das bedingt ganz hohe Investitionen. Die sind dafür auch mit dieser Regierung so hoch wie noch nie für drin. Weit mehr hoch wie für drin. Und das bedingt aber auch ein Minister, den die Programme realisiert kriegt. Mit Blick auf das Wesentliche. Der Franz Bausch ist der Minister. Der Franz mischt. Andere löwen sich bis heute selber damit, dass sie Tiereng gefüllt hätten. Der Eilt. Der Franz sind die Tiereng eitel gemacht. Aber bei ihm landet doch nicht mehr am Tiereng. Es geht direkt gemacht. An Tiereng müssen sich dann eben geduldigen, bis irgendwann ein Kehr vielleicht ihr Kind diese braucht. Dafür hege doch nach diesem Jahr den Tram gedet, schon ein Gesinn. Und dafür gehen noch ein dieses Jahr 2 Neugwaren auf um Hohwalden und Perfendal. Mam Funikulär. Carsharing geht an 20 Gwaren von der Cervello geboten. Dabei können auch ein neues innovatives Carpooling-System. Fakt ist, nach nie vier Drun sind an enger Legislaturperiode so viel an so wichtige Infrastrukturprojekten für die öffentliche Mobilität am besonderen umgesetzt gehen. Fakt ist aber auch, dass das immer von einem intensiven Dialog mit den Konzernierten begleitet wird. Und dass jeder Verein seine Verantwortung dann aber auch im Moment von dem Dialog muss überholen. Infrastrukturen brauchen Dialog, Demokratie und Decisionen. Das ist der Fall beim Franz Bausch und das unterscheidet ihn auch von anderen Viergängern. Baggere rollen, aber nicht über die Leute. Dass es dabei Rückschläge gehen, ist mit Momenten auch traurig.
Erleben, dass beim rezenten Zugunglück auf der Dienhöfener Strecke verloren gingen, an den Transportminister, CRWL und ihre Maschinisten, humatierer transparente Informationspolitik an ihrem Dienst, aber auch dafür gesorgt, dass das Vertrauen von den Klienten und Bund erhalten geblieben ist. Und dass die, die auf der anderen Seite von der Grenze, hinter dem Vorwand von der Präkaution den Dienst angestellt haben, das Vertrauen von den Klienten entzogen haben und dadurch deutlich gesorgt haben. Der Franz lässt sich auch nicht vor Rückschläge abhalten und er hört nach ganz viel vier. Große Merci auch dafür und euch, Franz. Am Justizressort gehen wir wichtig gesellschaftspolitische Fragen weiter Punkt für Punkt an. Aber wir kommen dabei auch gut voran. Interne Statistiken weisen, dass wir nur 3 Jahre schon mehr Projekte deposiert und votiert haben, wie an der ganzen vierten Legislaturperiode zu summen. Und das, obwohl die Lützebäuer Präsidenz am zweiten Semester von 2010 als viel Energie und Zeit geholt hat, die aber gut investiert war. Und das, obwohl wir die große und noch schwere Reformen gegangen sind. Vieles ist schon vielleicht vergessen, weil es normal scheint, dass es gemerkt ist. Wir sind da viel und sie bedeutender gewesen. Die Reform vom Mariage, die wir aufgeschlossen haben, die Reform vom Avortement, die Reform vom Casier, die Reform vom Droit des Sociétés, die Reform vom Strafvollzug und den Audit vom Gesundheitswesen am Strafvollzug, den an den nächsten Wochen mehr wird präsentiert gehen. Die neue Struktur für Leute, die im Artikel 71 für schuldunfähig erklärt sind, aber für sich oder andere eine Gefahr darstellen. Den Audit und die Reform vom SCAS, die Reform vom Schädungs- und Familienrecht auf eine Affiliation, das Gesetz über die Prostitution, die Reform vom Code de Procedure Pénale, die Reform vom Rekrutement der Magistratur und den Mehrjahresplan für den Rekrutement an der Magistratur, dem Setzen von den ABC-Direktiven am Pénal. Alles Projekte, die schon durch den Regierungsrat und zum großen Teil auch schon durch die Chamber gegangen sind. Und in den nächsten Wochen kommen noch nach der Reform vom Jugendschutz und Gesetz über die LGBT-Leute dabei. Gleich nächste Woche, wie ihr könnt, geht die Reform von der Justiz an der Verfassung unter dem Stichwort von der Unabhängigkeit von der Magistratur für in der Chamber und auch der Öffentlichkeit präsentiert. Das ist eine Fundamentalreform. Fertig sind wir dann aber noch nicht. So soll auch nach für in diesem Sommer zum Beispiel der Reglement Grand Ducal über die Justiz restaurativ der Regierungsrat passieren. Ganz sicher aber stungen die letzten 12 Monate Nationalitätengesetz an der ersten Reihe. Männer, wie 12 Monate nach dem Depot konnte das Projekt an der Chambre schon gestimmt gehen. Das am Konsensus von 5 von den 6 Chambersparteien von Link bis CSV, nicht just mit der CSV. Ein wichtiges Gesetz, ein notwendiges Gesetz, ein gutes Gesetz mit wesentlichen Neuerungen und Verbesserungen wie dem Droit du Sol von der ersten Generation an der neuen Spruchregelung für nur die 2 Aspekte zu nennen. Den 1. April tritt das Gesetz in Kraft, aber den nächsten 14 Tagen geht die Formation von den Beamten von ihren Gemengen und die Information von den Chefen der Gemengenrat zusammen mit dem Civicol vom Justizminister gemacht. Wir sollen das Gesetz hier valorisieren. Es muss zu seiner voller Entfällung können kommen, weil ich dem Historiker Denis Guto ganz recht gehen, wenn er den 14. Februar um 100,7 gesucht hat, ich zitiere, ein lohumere Gesetz wird zu 100% bei dem Profil vom Land, den auf Nation Branding LU präsentiert wird, passt. Open, dynamisch, zuverlässig. Und weiter, ich zitiere, dass ein fundamentales Gesetz gestimmt gehen, das Lützeburg als Staat definiert, die Menschen, die neu hineinkommen, an Menschen, die zunter kurz, mittel oder lang leben, zusammen können und wollen, auch in Zukunft gestalten. Ich fand, du hast nicht Profil bei, mit der Tod angesucht. So den Denis Guto. So ist es. So ist es, liebe Freundinnen und Freunde, und so sollen wir es am Mengen auch machen. Ein anderes wichtiges Gesetz. Als das gegen die Bekämpfung von Terrorismus. Vieles ist darüber geschrieben worden. Da denkt oder erinnert davon, die denen Leute Unrecht, die in dem Gesetz schaffen. Ich will dafür heute bei diesem Kongress
eine Reihe Sachen klarstellen, weil die Themen eins als gering und mehr als Justizminister wichtig sind. Die Regierung hat vom Anfang an die Option geholt, alle Mesuren, die an diesem Gesetz angeschrieben sind, zu judiziarisieren. Das heißt, sie ändert alle Garantien zu stellen, die Droit de la Défense auch im Sinn von der Europäischen Menschenrechtscharta vorschreiben stellt. Mesuren sind also nicht für die Administrativautoritäten. Das unterscheidet uns von praktisch all den anderen Ländern, die an dieser Materie legiferiert haben. Hier sind sie ausschließlich für die Judiziärautoritäten. Und sie sind auch dafür, auch von der Demonis behauptet, keine Überwachungsmesuren. Mit sind rein Strafverfolgungsmesuren. Es geht um Beweisführung am Kader von einer Instruktion an oder einem Prozess. Ein Straftat oder zumindest der begründete Verdacht darauf muss also schon fehlen. Diese Mesuren sind noch strikt limitiert auf Terrorismus und Sicherheit vom Staat für seine Bürger und können nicht auf einer Straftaten angewandt gehen. Also sie sind noch enkadriert von außergewöhnlichen prozeduralen Garantien, wie es sonst nicht geht zu Lützebüsch am Code de Procédure Pénale. Zuerst von der Regierung wäre es an Asset, das notwendig Gesetz so auszugestalten, dass alle legitimen Sorgen rund um Menschenrechte an den Datenschutz respektiert gehen. Ich bin dafür direkt um Depot von dem Projet de Loi bei der CNPD, der Nationalen Datenschutzkommission, aber bei der CCDH, der Menschenrechtskommission, zwei unabhängige Institutionen, ein Avis zu dem Projet de Loi bestellt. Ich habe beide Avis, dem noch nicht an der Zeitung entdeckt, als eine Kritik und dem Projet, ich habe sie gefreut, die Avis. Also, sobald die zwei Avis fehlen, und ich alle Vorschläge, die daran enthalten sind, praktisch eins zu eins auch überholt. Und obwohl ich die Avis von der CNPD an der CCDH respektiert habe, war das dem Staatsrat aber noch nicht gut genug. Das war aber keine rote Karte vom Staatsrat, weil der Staatsrat hat kein einzig von den Mesuren vom Projet de Loi in Frage gestellt. Richtig und mehr pertinent wäre dem noch gewesen, von einem Time-out zu schwätzen, für in der Semantik zu bleiben. Der Staatsrat fragt weiter Garantien. Und ich sie gewillt, auch diesem Avis not zu kommen. Da werden die Vorschläge vom Staatsrat, wie die von der CNPD und von der CCDH, gehen von der Regierung respektiert. Die Marsch von der Regierung geht also bis zum Schluss beibehalten. Ein notwendiges Gesetz für die Strafverfolgung am millimetergenähen Respekt von allen bestehenden Grundrechten und Rechten von der Verteidigung. Das Engagement hat er und das Engagement hat er mehr als keine Partei. Ich schaffe noch, wie ihr sicher wisst, und den definitiven Konklusionen der Regierung auf der Frage vom Vermummungsverbot vollziehen. Vieles ist auch da schon gesagt und geschrieben. Ich habe das nicht kommentiert und ich stehe auch nicht zur Verfügung für Interviewen. Ich werde mich öffentlich äußern, den Tag, wo die Regierung hier definitiv Konklusionen gezogen hat und das ist für ganz geschwind. Dem Moment kann ich für alle Diskussionen zur Verfügung stehen und werde doch merken. Den Amendement von der Exekutiv zu dieser Frage entspricht auch dafür meiner Meinung. An einer Regierung, an einer Koalition, als das, was ihr möcht, ganz wichtig. Wer ihr nicht möcht, ist auch wichtig. An heinz du ist auch das, was ihr nicht möcht, ganz wichtig. Ich bin dafür froh, dass wir heute zu Lützebüsch den Platzverweis nicht werden erfahren. Weil die größte Demut an die größte Misere oft begleitet von anderen Problemen wie Alkohol- oder Drogenabhängigkeit, für nehmen die zu nennen, sie sozial frohen. Keine Aufgabe, keine Froh für die Polizei, Parkgehen und Gerichte. Liebe Freundinnen und Freunde, an der Welt, an Europa, noch zu Lützebüsch, geht es Zeit, für abzustehen. Und anzustehen für das, was uns wichtig ist. Als demokratisch und rechtsstaatliche Ordnung als nehmen dann eine Gefahr, wenn wir es zulassen. Wenn wir zulassen, dass die Eiswerte, ersetzt gegen den Klimawandel, Natur- und Umweltschutz, europäische Integration,
Chancengleichheit zwischen Mann und Frau, Rechte für Minoritäten und Inklusion, Tierschutz, Friedenspolitik, die Werte, die ich eingangs schon erwähnt habe. Wenn wir also zulassen, dass die können von denen zurückgedreht gehen. Und wenn wir zulassen, dass eine Frage gestellt gehen, dass verschiedene Willen ungehindert Demokratie missbrauchen, für mit Demagogie hier Ziele zu erreichen, dann haben wir nicht zu Zeit und nicht genug reagiert. Wir müssen alle aufstehen und deutlich machen, dass wir das nicht wollen. Besonders an den Ländern von der Europäischen Union. Dieses Jahr stehen dafür ganz wichtige Wahlen nun. Gleich nächste Woche in Holland, wo als Green-Kollegen am Gang sind an den Sondagen, ich habe bald gesagt, durch den Plafond zu gehen, weil sie genau dem Wilders, die Stier bitten, weil sie genau dem Klipp und Klor sagen, dass sie ein anderes Weltbild haben, dass sie andere Werte vertreten, wie Toleranz, wie Offenheit. Das möchte den Erfolg am Moment für als holländische Green-Kollegen, und ich meine, wir können Ihnen von hier aus für den 15. März wirklich alles Gutes wünschen. Es wäre für ganz Europa von größerer Bedeutung, wenn du für die Green-Kollegen mit denen dort die Messagen ein ganz gutes Score gegen dabei rauskommen. Es kommen noch einer wichtige Fälle. Der Steuer, der wisst, in Frankreich, geschwind, bis wie spät auch in Deutschland, aber in anderen Ländern noch, auch in Bulgarien wird gewählt, auch in der Tschechei wird das Jahr gewählt. Auch das sind Länder, die auf den toten Frauen wichtig sind, aber für die ganze Europäische Union von Bedeutung ist, was bei den Wahlen du auch herauskommt. Schon aber nicht mehr die Legislativwahl genannt. In weiteren 8 EU-Ländern sind das Jahr auch noch Präsidentschafts- und Gemengewahlen, wie auch bei uns. Die Debatte über die Zukunft von Europa, an der sich die Europäische Kommission auch endlich, und ich meine noch begründeterweise, noch nicht so schlecht angeschaltet hat, die muss gefördert gehen. Die Ambition muss bleiben, dass wir zusammen an der Union vorkommen. Das muss als erste Priorität bleiben. Mit da, wo das nicht geht, da, wo das noch nicht geht, darf man auch nicht stehen bleiben. Den Tempo und die Richtung darf nicht von denen diktiert gehen, die gerade mengen, dass sie bannen den nationalen Grenzen mehr Zukunft haben. Wir haben dafür das Instrument auch schon an der Union. Das heißt Kooperation renforcée. Zweimal haben wir das hinter dem Treaty von Lissabon, wo da geführt ging, auch schon gemacht. Nur zweimal. Und 3 weitere sind in der W. 3 von denen 5 Beispiele für Kooperation renforcée betreffen den Europäischen Justizkonzil. Ein Aufschluss gab es schon beim Scheidungsrecht. In der Lützburger Präsidenz 2015 sind Regime Matrimonio nur im Widerstand von Polen und Ungarn dezidiert gehen. Auch gerade mit dem Lied von Lützburg, Frankreich und Spanien lebt auch eine neue Kooperation renforcée un für den Parc européen, den auch am Treaty von Lissabon vorgesehen ist, zu realisieren. Wir kennen das Instrument also und es ist möglich, dass da, wo wir nicht zu nach 21 vorkommen, wir aber zu 17, wie beim Parc européen, können schaffen. Und die anderen Länder können das auch an dem Moment machen, an nachkommen, kommen, an dabei stoßen. Das ist also kein auch da zu einem Club, mit das ein Demarsch, die ihr da lebt, wenn ihr nicht zu 21 führen könnt, nach Welt führen zu kommen. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Die Ambition muss aber immer ganz heiß bleiben. Es darf nicht zur Lösung der Fazilität gehen oder ein zweiter Normalfall. Wir sollen nicht zicken, da von der Kooperation renforcée Gebrauch zu machen, wo genug Länder den Willen haben, für Europa noch vorzubringen und unseren Zusammenhalt zu stärken. Das fängt da an, wo Leute aus vielen europäischen Ländern zusammenleben, wie bei uns. Dafür haben Gemengewahlen dieses Jahr auch eine ganz spezielle Bedeutung. An die Gring sollen man Beispiel vorgehen, für die Leute zu überzeugen, sich auf die Wählerlisten anzudrohen und auch als Kandidatin und Kandidat mitzumachen. Das zählt doch für die, die nicht aus einem Land von der Europäischen Union kommen. Die haben bei uns dieselbe Rechte. Dieses Element ist ein von den Schlüsseln vom Erfolg.
Das andere ist, dass wir als geringe Regierungsequipe weisen, dass es doch wert ist, gering zu wählen, weil er Engagement auch angehalten. Zusammen mit unseren Koalitionspartnern von DP und LSAP bringen wir seit 3 Jahren das Land vor uns. Eine Modernisierung, wie nach nie vier Runden als am Gang. Und wir haben uns nach vieles vorgeholt. Mit einer weiterhin geehnten geringen Partei ist das auch möglich. Und so gewann wir auch das Jahr die Gemengewahl. So nicht mehr. Applaus